Senorita Chiquita, hallo meine Lieben, Tag 3 Riesenrad. Hast du zusammengepackt? Wir müssen in 2 Minuten unten sein und alles zusammengepackt haben und genau. Was? Ich hab vergessen zusammenpacken und ich hab verschlafen. Grüß euch alle miteinander, der Philipp und ich sind wieder in Wien. Und heute ist der dritte Tag vom Shooting. Heute filmen wir beim Riesenrad im Prater. Und wir haben in den letzten paar Tagen schon ein bisschen was gefilmt. Und was da alles passiert ist, das seht ihr jetzt. Yeah, taking these chances. They wouldn't give me the answers. So I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted this out. Now we standing on the planet. Yeah. They don't know just what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here to ruin me, hope you writing out a eulogy. I was tailor made beautifully. You can never find two of me. Look how I'm shining. Cold turn into diamonds. I need a moment of silence. Okay. Grüß euch. Servus. Wir sind heute in Wien, ich und der Philipp. Und zwar bei einem Shooting mit Wien Tourismusverband und Red Bull für die Major EM, ja, für die Volleyball EM einfach, die was eigentlich genau da drin stattfindet. Jawohl. Genau, und da filmen wir heute, da haben wir ein Projekt mit neuen Red Bull Athleten, mit Lil Su und Sina. Ja, da shooten wir heute und da nehmen wir euch heute ein bisschen mit. Perfekt. Su hat jetzt gleich mal seine erste Szene. Erste Szene vom Tag, wie findest du das? Bei der Lia. Es hat funktioniert, ich glaub's nicht. Ah, Konzert aus Wien soweit. Wir sind jetzt aber dem Platz, da wo die EM stattfindet, also da drin. Ja genau, und jetzt machen wir da die letzten Szenen. Von heute in Dog for Dog war. Bist du dabei? Besser kannst du nicht spielen. Das ist ein Til Schweiger. Ist das. Ich bin beim besten Zeit, ich schwitze schon. Ja, jetzt haben wir da 37 Takes aufgenommen, wo wir alle so. Ja, ist eh ganz cool. Nochmal. Ah, nochmal? Ja. Aber wir müssen nochmal, gell? Ah, jawohl, jawohl. Danke, ja. Das war riesen. Windy shit, okay? Brother, thank you so much and I hope to see you soon. Take care of yourself. Sure. Guten Morgen alle miteinander. Wir haben es jetzt knapp 7 Uhr und heute ist der zweite Tag vom Shooting. Und heute sind wir jetzt gerade beim Museumsquartier. Safe. Ja.
Wir müssen in 2 Minuten unten sein und alles zusammengebracht haben. Was? Ich hab vergessen zusammenbacken und ich hab verschlafen. Sehr nöd. Letzter Tag, gewaltige Zeiten sind hinter uns. Ich war 2 Tage krank, Steff war 2 Tage am Shooten. Was hat dein Stress dabei? Was magst du zahlen? He? Wann? Zende. Jetzt gibt's kein Frühstück mehr, oder was? Ja. Jetzt fahren wir gleich ins, zum Shoot. Geil. Nüchtern. Schneidig. Was ist ein Koffer? Was ist ein Koffer, ja. Ich mache ja gerne die Tür auf. Den Pommi. Zum Riesenrad bitte, Prater. Wo im Prater, hast du gesagt? Genau. Zum Riesenrad. Prater. Riesenrad, the big wheel. Big fat wheel. Fertig und somit auch mit dem ganzen Shooting. Und ja, wir fahren jetzt noch nicht heim, sondern sind jetzt noch ein bisschen im Auto unterwegs, wenn wir schon da sind. Genau. Müssen wir das gleich ausnutzen. Wir gehen jetzt noch was essen, nachher gehen wir in den Windkanal. Und cool hier sind. Das Ganze dann ausschaut. 60 Leute. Jetzt gehen wir ein bisschen fliegen. Das ist doch gar nicht. Geil. Ja, zum Schluss war es gar nicht so ohne. Na, weil wenn er unter die drüber geht, nachher lässt die Luft aus kurz. Ja, dann bin ich voll erschrocken. Ja gut, das war's jetzt mit der Zeit in Wien. Wir hocken jetzt schon im Zug am Heimweg. Genau. Und ich möchte mich noch einmal bedanken, oder mir glaube ich, danke jetzt einmal an Red Bull für die nice Zeit. Danke auf jeden Fall. Und ja, war cool. Hat jede Menge Spaß gemacht. Wenn euch die Art von Content gefällt, dann gebt uns einfach einen Daumen nach oben oder schreibt es in die Kommentare, ob es euch taugt oder nicht. Beziehungsweise so Projekte hinter die Kulissen, ob das geil ist, genau, oder nicht. Dann machen wir das natürlich. Genau. Und nehmen euch gerne da mit. Und ja. Ja. Abonniert unseren Kanal. Und was müssen wir sagen, Tobias? Die Kirchenglocken natürlich. Genau, du hast nichts mehr verpasst von uns. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Episode und haut rein. Ciao. Servus. This is our moment, always on a grind till the sun come on us. They can never control us, running for the prize, raise high for the toast. This is our moment.